Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, schrie er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen, ihm zu schweigen. Er aber schrie noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete: Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Diese Erzählung vom blinden Bartimäus ist eine Stelle, die uns wahrscheinlich sehr vertraut ist. Zumindest ich kann mich erinnern, dass ich die schon in der Volksschule gehört habe, in der Erstkommunionvorbereitung. Und ich habe immer dieses Bild aus der Kinderbibel vor mir, wo auf einer Seite dieser große Kopf von dem Bartimäus drauf ist, sonst nichts anderes, der schon ganz rot ist vor lauter Schreien, weil er so mit so viel Sehnsucht nach Jesus ruft. Sehnsucht und wahrscheinlich auch Vertrauen. Er muss irgendwie schon ganz viel von Jesus gehört haben, dass er so sicher ist, dass Jesus ihm helfen kann. Dass Jesus ihn erlösen kann von seiner Krankheit, von seiner Blindheit. Und sehr interessant finde ich die Menge, die mit Jesus unterwegs ist, die sich vielleicht noch nicht mit so viel Entschiedenheit auch Jesus angeschlossen haben oder die vielleicht noch nicht so ganz durchschaut haben, was die Botschaft Jesu ist und wo Jesus wirklich hinführen möchte, nämlich immer wieder zum Leben. Weil zuerst wollen sie ihn einmal stillstellen und sagen ihm, er soll aufhören zum Schreien. Aber wie sie dann merken, dass Jesus ihn ruft, dann unterstützen sie ihn und sagen ihm: Hab nur Mut, geh hin, er ruft dich. Also diese Menge ist noch nicht so ganz entschieden. Sie wissen noch nicht so ganz recht, wie sie sich verhalten sollen, was so im Sinne Jesu ist. Und so kann uns diese Bibelstelle heute einladen, auf der einen Seite so nachzuspüren: Was brauche ich, was fehlt mir, worum möchte ich heute Jesus bitten? Was ist so tief in mir drinnen, dass ich es mit dieser ganzen Entschiedenheit, mit diesem großen Vertrauen an Jesus herantragen möchte? Und auf der anderen Seite vielleicht auch zu schauen, wo bin ich oder wie verhalte ich mich, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, im ganz normalen Alltag. Zu schauen, wie würde Jesus handeln, wie würde er reagieren und so anderen diesen Mut auch zusprechen zu können. Hab Mut, geh zu Jesus, er ist es, der dir helfen kann, er ist der Heiland, der uns dieses Leben schenken möchte.